Hallo auf dem Kanal von Media Groove und heute zu Gast bei uns der Pianist Frank Muschalle, mein großer Mentor in Sachen Boogie Woogie Piano. Hallo, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ihr euch das hier anschaut und dass ich die Einladung bekommen habe vom Kanal Media Groove. Und ich hoffe, euch gefällt das, was ich hier zu sagen habe, beziehungsweise das, was Danny mich fragt und was mir dazu einfällt. Viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Frank, als du mit Musik angefangen hast, dann hast du klassische Musik gelernt oder Jazz? Nee, klassische Musik, ja. War das denn früher ein Berufswunsch von dir, Musiker wirklich zu werden, oder ging es dann erstmal nur um das Klavierspielen? Und also ich würde sagen, ganz klassisch. Also man wird halt gefragt von den Eltern, also ich war 7, als ich begonnen habe, ob ich ein Instrument lernen will, und weil meine Mutter auch Klavier gespielt hat, stand halt das Instrument im Raum, und dann habe ich da auch Interesse gezeigt und habe ich ganz normal einmal die Woche eine Stunde Klavierunterricht gekriegt im klassischen Bereich, und aber da war nie der Wunsch gleich damit verbunden, Berufsmusiker zu werden. Nee, überhaupt nicht. Aber der dann kam erst ziemlich spät. Kam natürlich aber der Wunsch, klassische Musik zu studieren, glaube ich. Nee, auch nicht. Gar nicht? Nee, klassisches Musikstudium habe ich nie anvisiert. Da wäre ich auch zu schlecht gewesen im klassischen Bereich. Achso, und ich hatte nämlich mal irgendwo gedacht oder gehört, dass du eine klassische Ausbildung genossen hast. Ja, klassische Ausbildung heißt eigentlich in dem Fall, also das heißt kein absolviertes Konzertstudium, sondern einfach jahrelang klassischen Klavierunterricht, was natürlich auch schon in einer gewissen Art und Weise eine Ausbildung ist, aber nee, ist nicht falsch zu verstehen, also kein Hochschulstudium oder so, das nicht. Dann, und dann war es für dich klar, okay, ich möchte Boogie Woogie, ich möchte von der Klassik weg und diese Musikrichtung lernen. Wie lange hast du Boogie Woogie gespielt, bis du dir irgendwann gedacht hast, okay, ich mache das ja eigentlich ganz gut und ich habe Auftritte, ich kann damit Geld verdienen. Mhm. Wann kam die Idee so, warum mache ich das denn nicht beruflich? Also das ist, ich kann mich erinnern, ich habe damals Zivildienst gemacht und da ist genau in diesem Zeitraum eine Zivildienstverkürzung gefallen und dann musste ich mich ganz schnell entscheiden, was machst du jetzt in der Zeit, und dann habe ich überlegt, dann ging es mit der Musik schon ziemlich vorwärts, aber es war noch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich kann schon meinen Lebensunterhalt damit verdienen, und dann habe ich mich für ein Studium entschieden. Und während des Studiums kam dann einfach immer klarer auch die Möglichkeit auf, zu sagen, okay, damit kann ich auch meinen Lebensunterhalt verdienen. Und da war ich, glaube ich, 23, 24, dass ich so bewusst gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt als Musiker, mich da zu etablieren und versuche auch mal, wie es mir damit geht, ob mir das überhaupt gefällt. Ja. Weil das ist ja schon ein spezieller Lebensrhythmus, und außerdem muss man ja auch erstmal rausfinden, reicht auch das eigene Talent oder reicht auch das, was man mitbringt, um dahin zu kommen, wo man gerne hin will. Das sind ja auch so verschiedene Fragen, die man dann erstmal rausfinden muss. Es war aber dann auch gleichzeitig die Entscheidung mit der ersten Platte oder auf der CD, wo du mitgespielt hast, die Great Boogie Boogie News war. Ja, das ist mehr oder weniger zusammengefallen. Die kam raus 95, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war ich eigentlich dann schon so ein Jahr, anderthalb Jahre Berufsmusiker. Also da habe ich so gesagt, so, ich versuche das jetzt mal. Ne? Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da war ich 15 und im Jazzclub Bielefeld. Und dachte, boah, ey, können die spielen, da komme ich nie ran und so. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sehr ich mit mir gerungen habe. Also auch so diese Entwürfe dann, wie geht man das jetzt an? Und es war keine gar nicht so leichte Entscheidung. Also vom Herzen her schon, aber ich komme ja dann noch aus einem relativ gut bürgerlichen Elternhaus, und da wird natürlich dann auch dafür gesorgt, dass man diesen Sicherheitsgedanken verfolgt. Musiker, gar keinen Fall. Und der ist natürlich im Musikerbereich nicht gerade an erster Stelle angesiedelt, aber ist auf der anderen Seite natürlich auch nicht ganz so schlecht, wenn man das nicht völlig aus den Augen verliert. Ja, aber ich muss sagen, du hattest für mich immer sehr souveränen, souveränes Übertreten. Das immer so ausgesehen hat, so, ja, Frank, der weiß ganz genau, was er will. Und der arbeitet hart auch daran, damit er das Ziel erreicht. So kam, also ich war noch jung, aber das Gefühl hatte ich. Ja, ich glaube schon, dass ich eine relativ konkrete Zielsetzung auch hatte. Also, aber ich muss auch gestehen, dass ich mit einer ziemlich großen Naivität auch an die ganze Sache rangegangen bin. Was aber wahrscheinlich auch vorteilhaft ist, weil wenn man alles schon genau weiß, wie manche Mechanismen funktionieren, dann wird man wahrscheinlich auch abgeschreckt. Also, das wäre total schade gewesen. Also ich würde mich auch jederzeit wieder so entscheiden. Ich bin total froh, dass ich das gemacht habe. Aber es war natürlich schon auch
ist ja klar, jedes Mal, wenn man irgendein Feld betritt, wo man keine Erfahrung hat, ist das mit einem gewissen Risiko verbunden. Klar, sicher. Und dann kommt es ja noch dazu, dass es einfach auch ein Berufsfeld ist, wo wenig Leute unterwegs sind, man hat keine wirklichen Erfahrungen damit und dann ja. kann man auch wenig zurückgreifen, wo man dann auch sich festhalten kann, sondern man muss einfach sagen, ich probiere das jetzt mal und schauen wir mal, was passiert. Sicher. Und meine Entscheidung war relativ bewusst, weil ich mir damals gesagt habe, ich hatte mein Grundstudium absolviert, was so viel wie nichts ist, aber immerhin, das war eben so ein... Das war? Ja, das waren irgendwie 3 Semester oder 4, ne? Also ich wäre ja fast Lehrer geworden. Und, also für Musik? Unter anderem auch, als Fach hatte ich Musik. Ach, du hast auf Lehramt studiert? Auf Lehramt, ja, genau. Und dann habe ich eben für mich gesagt, okay, jetzt ist es soweit, dass ich merke, ich kann mit der Musik meinen Lebensunterhalt bestreiten und jetzt werde ich das versuchen und wenn ich dann so merke, nach 5, 6, 7 Jahren, das geht nicht in die Richtung, die mir zusagt oder ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht nicht gut genug bin, um das zu schaffen, was mir da wichtig ist, dann gehe ich zurück in den ursprünglichen Beruf, ne, und studiere zu Ende. Also die, ja. Das habe ich mir schon relativ genau überlegt, wie ich das handhaben will. Aber, ja. Naja, was rausgekommen ist, weißt du ja nicht. Ja, das ist aber eine gute Entscheidung. Ja, ich bin zufrieden auf jeden Fall. Diese Art von Pianisten, die gibt es ganz wenig, auf was gar nicht. Also ich bin froh, dass ich es so gemacht habe, weil was man da an Begegnungen hat und natürlich, das ist natürlich immer herrlich, wenn du das... dass du dein Hobby zum Beruf machen kannst. Ne? Das ist natürlich auch nicht immer einfach. Ne? Man wünscht sich vielleicht auch mal regelmäßige Arbeitszeiten, seinen geregelten Urlaub, zu Hause zu sein, wenn die Frau zu Hause ist. Und ich habe regelmäßige Arbeitszeiten, ich muss immer arbeiten. Das ist eine große Regelmäßigkeit. Frank ist ja auch ein Pianist der Ausnahme, der immer unterwegs ist. Ja, naja, nee, das ist ja auch so ein großer Irrglaube. Ich meine, bei dir natürlich nicht, aber so bei Otto Normalverbraucher, die viele Leute denken ja wirklich, man sitzt dann, man arbeitet nur, wenn man auf Tournee ist. Ne? Aber das ist ja eigentlich die Belohnung für die ganze Arbeit zu Hause. So sieht's ja, aus. Ja, oder das Unterwegssein, den ganzen Stress. Diese eineinhalb Stunden auf der Bühne, das ist mehr die Sahne. Genau, das ist das, wofür. Eigentlich, wenn man sich das nochmal anschaut, ne, was man für Reiseaufwand hat, um teilweise auf irgendeinem Festival eine halbe Stunde zu spielen. Dann fährt man 10 Stunden irgendwo hin, dann spielt man eine halbe Stunde und fährt am nächsten Tag wieder 10 Stunden zurück. Und dann muss man hoffen, dass man diese eine halbe Stunde genießen kann. Und manchmal ist es dann so, dann sind die Rahmenbedingungen schlecht, du hast einen schlechten Flügel oder man selber ist vielleicht nicht so in der Verfassung, in der man gerne wäre. Das ist der erste vom Festival, keiner da. Ja, aber fangen Sie mal an. Ja, das ist alles ist möglich, ne? Und naja, aber eigentlich ist eben genau diese halbe Stunde oder anderthalb Stunden der Belohnung für den ganzen Aufwand, den man sonst betreiben muss. Ne? Man sollte es auf jeden Fall nicht verlernen, es zu genießen, wenn man auf der Bühne steht. Absolut. Diese eineinhalb Stunden. Absolut, ich denke, oh Mann, ist das jetzt doof hier oder so. Ja, das wäre schade. Ja.